Airbus schickt den Beluga mit der Nummer 1 in Rente. Das Flugzeug wird ausgemustert. Grund genug, um mal ein bisschen über diese spezielle Maschine und ihre Aufgaben zu sprechen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Airbus Werksfrachter sind sehr besondere Flugzeuge und sie sind sehr selten. Manche von euch haben vielleicht noch nie einen Airbus Beluga zu Gesicht bekommen, denn wenn diese Flugzeuge unterwegs sind, dann fliegen sie fast ausschließlich, die Betonung liegt auf fast, die Strecken, für die sie gebaut wurden. Und zwar von einem Airbus-Werk zum nächsten. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Für nahezu jedes halbwegs komplexe Produkt in unserer globalisierten Welt gilt, dass die Einzelteile, aus denen dieses Produkt besteht, meist zumindest von vielen verschiedenen Firmen, die sich auf die entsprechenden Dinge spezialisiert haben, gebaut und geliefert werden, bevor das finale Produkt dann wirklich zusammengebaut an den Kunden oder die Kundin übergeben wird. Volkswagen zum Beispiel ist ein riesiger Konzern und die bauen unter anderem Autos, habe ich mir sagen lassen. Und mit ihren 12 Kernmarken arbeiten sie laut eigener Aussage mit über 40.000 Zulieferern und Dienstleistern auf der ganzen Welt zusammen. Das ist beeindruckend viel, aber das wird bei einem großen Flugzeugbauer ja kaum anders sein. Als Beispiel Boeing, ihr wisst Bescheid, ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, die haben fast 100 Zulieferer allein hier in Deutschland. An jedem heute verfügbaren Verkehrsflugzeug von Boeing ist tatsächlich auch ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Zulieferer beteiligt. Nur als Beispiel Liebherr Aerospace Lindenberg im Allgäu hat für die 777X wichtige Komponenten für das sogenannte Folding Wingtip System, also für diese hochklappbaren Flügelenden, entwickelt und hergestellt, beziehungsweise wird sie auch in Zukunft herstellen. Das Zulieferernetzwerk, beziehungsweise nicht nur das, sondern die gesamte Lieferkette, die gesamte Supply Chain vom ersten Lieferanten bis dann zum eigentlichen Kunden, ist bei einem solchen Flugzeughersteller, generell bei einem so großen Unternehmen, natürlich hochkomplex, aber auch sehr ausgeklügelt und aber auch wiederum sehr empfindlich. Denn teilweise gibt es spezielle Bauteile, klein oder groß, völlig egal, die nur von einem einzigen Zulieferer, von einer einzigen Firma geliefert und hergestellt werden können. Und naja, das sorgt dann halt im weiteren Verlauf der Lieferkette, an anderen Stellen in der Lieferkette durchaus mal für Probleme. Vor allem, wenn es dann größere Teile sind. Liebe Grüße an die triebwerkslosen Neos von Airbus. Aber das ist schon mal ein ganz guter Stichpunkt, denn solche Zulieferer liefern logischerweise nicht nur kleine Bauteile, die im DHL-Päckchen für 4,90 kommen, sondern es können auch mal größere Bauteile werden. Zum Beispiel das, was man hier bei Boeing sehen kann. Dieses Bild habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist ein Zug voll mit Boeing 737. Aber warum kommen die Dinger auf einem Zug? Naja, weil Boeing diese 737-Rümpfe halt nicht selber baut, sondern das übernimmt Spirit Aerosystems. Das ist ein riesiger Hersteller für solche Flugzeugteile, auch mit Werken hier in Europa, die liefern auch Teile für Airbus unter anderem. Aber die bauen eben in Kansas die 737-Rümpfe. Und die kommen dann eben mit ganz vielen weiteren Bauteilen, die Spirit Aerosystems für Boeing baut, per Zug in den US-Bundesstaat Washington, genauer gesagt nach Renton, ins Werk, wo Boeing dann eben die 737 zusammenwerkelt und auch ausliefert. Und mit diesem Wissen gehen wir jetzt mal wieder in Richtung Airbus, denn da ist die Situation durchaus etwas Besonderes. Denn jeder und jede weiß hier wahrscheinlich so einigermaßen Bescheid, Airbus ist irgendwie sowas Europäisches, mit ganz vielen Standorten an ganz vielen verschiedenen Orten, allein drei, vier große Standorte hier in Deutschland, nur für die zivile Flugzeugsparte von Airbus. Das klingt irgendwie unnötig kompliziert, wird aber auch immer mal wieder über die Jahre angepasst. Da ist relativ viel Dynamik drin, werden immer mal wieder neue Standorte an verschiedenen Teilen auf der ganzen Welt eröffnet und andere Standorte wiederum geschlossen. Aber das, was man da gerade bei Airbus beobachten kann, ist vor allem historisch begründet, was wiederum auf die Tatsache zurückgeht, dass die einzelnen Flugzeugbauer, welche in den ganzen vergangenen Jahren irgendwo in irgendeiner Form im Airbus-Konzern aufgegangen sind, auf eigene Faust damals nie die Chance gehabt hätten, das Monopol der US-amerikanischen Flugzeugbauer im zivilen Flugzeugbau zu brechen. Was viele dabei gar nicht so richtig auf dem Zettel haben, das heutige Airbus, ehemals Airbus Group, ehemals EADS, ist ein riesiger Luftfahrt-, Raumfahrt- und auch Rüstungskonzern mit über 170 Standorten auf der ganzen Welt. Und der zivile Flugzeugbau, also das, was man eigentlich so unter dem Namen Airbus kennt, das ist nur eine Sparte, klar die größte Sparte dieses Konzerns, aber eben doch nur ein Geschäftsbereich von Airbus. Und mittlerweile aber eben auch der größte Flugzeugbauer der Welt. Und dieser größte Flugzeugbauer der Welt hat logischerweise, wie eben lang und breit erklärt, aus guten Gründen ebenfalls ein hochkomplexes, riesiges Zulieferernetzwerk, aber dazu eben auch noch aus historischen Gründen vor allem an verschiedensten Orten in verschiedenen Ländern stattfindende Produktion
und dazu dann auch noch weitere Orte in verschiedenen Ländern mit sogenannten Endmontagelinien, also Final Assembly Lines, an denen dann die eigentlichen Flugzeuge zusammengebaut werden. Spätestens das nationale Interesse der jeweiligen Länder, einen möglichst großen Teil der Airbus-Produktion, einen möglichst mitarbeiterstarken Teil der Airbus-Produktion im eigenen Land zu halten, hält wiederum dieses ganze System seit Jahrzehnten aufrecht. Und ganz vereinfacht, ganz stark vereinfacht kann man sich das dann so vorstellen, dass jedes Land, welches in irgendeiner Form an einem Airbus beteiligt ist, Teile für ein Flugzeug baut und diese Teile werden dann an einem zentralen Ort zusammengebracht, dort wirklich zu einem Flugzeug zusammengebaut und dort wird dann die Maschine an den Kunden übergeben. Tragflächen und Fahrwerk zum Beispiel wurden demnach hauptsächlich in Großbritannien gebaut. Deutschland hat die Flugzeugrümpfe produziert, Spanien war für das Flugzeugheck und die Türen verantwortlich und in Frankreich hat man dann eben noch den vorderen Teil des Flugzeuges gebaut und ein wirkliches Flugzeug, also eine Endmontagelinie, fand man dann zumindest ganz lange Zeit in Frankreich, in Toulouse und in Deutschland, in Hamburg-Finkenwerder. Heute sieht das Ganze noch so ein bisschen anders aus. Mittlerweile gibt es auch Endmontagelinien an anderen Orten, auf die man jetzt vielleicht erstmal gar nicht unbedingt kommen würde. Es gibt mittlerweile eine Endmontagelinie in China. Es gibt mittlerweile auch eine Endmontagelinie in den Vereinigten Staaten. Ist aber für das, was wir uns jetzt anschauen, nicht weiter wichtig. Damit man diese teilweise natürlich doch irgendwie für ein Flugzeug recht großen Bauteile sicher von einem Ort zum nächsten bekommt, sicher von einem Airbus-Standort zum nächsten bekommt, beziehungsweise zur Endmontagelinie bekommt, braucht man eine sichere, schnelle und verlässliche Transportmöglichkeit. Und das war in den ersten Airbus-Jahren vor allem der Landweg. Das ist wahrscheinlich das, wo jetzt auch die meisten am Anfang drauf gekommen wären. Später war es dann auch mal der Weg über das Wasser, per Schiff. Und auch für spezielle Produkte wie dann den A380 war das wieder ein Thema. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Bilder von irgendwelchen schwer beladenen LKWs oder irgendwelchen großen, komisch aussehenden Schiffen mit A380-Teilen an Bord. Aber als besonders verlässlich und besonders attraktiv und passend stellte sich vor allem der Luftweg heraus. Also besorgte man sich direkt im Jahr 1972, also im Jahr des Erstfluges des ersten Airbus überhaupt, des Airbus A300, zwei von den Dingern hier, zwei Super Guppy. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, zwei Frachtmaschinen auf Basis des Boeing Stratocruisers. Und diese Maschinen wurden ursprünglich gebaut für die NASA, um große, sperrige Frachten sicher und verlässlich und schnell zu transportieren. Und genau das wollte Airbus ja auch tun, also holte man sich diese Flugzeuge ran. Letztendlich hatte man davon vier Stück. Das waren die Vorgänger der Belugas. Diese Dinger waren jedoch weder auf Airbus zugeschnitten, noch waren sie ausreichend für das, was der Flugzeugbauer damit in Zukunft vorhatte. Also war quasi von Anfang an klar, dass die Super Guppy irgendwann wieder weg muss und man dafür so schnell wie möglich Ersatz bräuchte. Aber da man ja prinzipiell die Vorteile des Transportweges Luft und auch die Zuverlässigkeit dieses Transportweges weiterhin für sich nutzen wollte und auch der wichtigste Standort Toulouse am besten über diesen Transportweg zu erreichen war, war klar, dass man ein eigenes Flugzeug dafür bräuchte. Und man wahrscheinlich sogar ein eigenes Flugzeug dafür bauen müsste, denn die am Markt verfügbaren Flugzeuge, die man da damals abgeklappert hat, die waren alle nicht so richtig geeignet. Denn das Flugzeug, was man dann hätte beschaffen wollen, müsste auch die Möglichkeit haben, alle großen Airbus-Bauteile transportieren zu können. Damals hatte man dann vor allem die größtmöglichen Bauteile des A340 im Kopf. Das waren die A340-Tragflächen. Und dafür hat keines der am Markt verfügbaren Flugzeuge ausgereicht. Weder eine Boeing 767 noch eine C-5 Galaxy oder man hat sogar über die Antonov An-225 nachgedacht, obwohl da wahrscheinlich das größte Problem war, wie kriegt man so ein Ding und wie betreibt man sowas vernünftig. Es war relativ schnell klar, dass man ein eigenes Flugzeug bauen müsste. 1991 starteten dann letztendlich zwei Airbus-Partner mit der Entwicklung eines solch eigenen Flugzeuges auf Basis des A300-600R. Das war die damals modernste und leistungsfähigste Variante des Airbus A300. Und der daraus entstandene A300-600ST Supertransporter war ein richtiger Airbus. Verschiedene Länder, verschiedene Airbus-Standorte bauten Teile für dieses Flugzeug und schaufelten in Rekordzeit alles zusammen, was man für ein solches Flugzeug benötigte. Und letztendlich wurde daraus logischerweise das für Airbus perfekt passende Transportflugzeug und im Vergleich zu Super Guppy ein deutlich leistungsfähigeres, deutlich stärkeres, schlichtweg besseres Flugzeug. Bereits 1992 wurde dann mit dem Bau der ersten Maschine begonnen. Im September 1994 fand der Erstflug statt und knapp ein Jahr später, gab es dann die Zulassung. Und dann ging vor mittlerweile mehr als 25 Jahren die Foxtrot Golf Sierra Tango Alpha, die Beluga mit der Nummer 1, bei Airbus in den Dienst.
Diese besonderen Flugzeuge, und das gilt übrigens für alle fünf Exemplare des A300-600ST, das sind keine umgebauten Airbus A300, sondern das sind eigens entwickelte, in Toulouse gebaute Flugzeuge auf Basis des A300. Aber es ist dennoch eine mehr oder weniger eigenständige Variante des Modells. Seitdem fliegt die Tango Alpha also zuverlässig die verschiedensten Airbus-Bauteile zwischen den Standorten hin und her. Der Frachtraum ist knapp 38 Meter lang mit einem Durchmesser von fast 7,5 Metern. Das maximal mitschleppbare Gewicht, die maximale Payload, liegt bei 47 Tonnen. Neben bzw. nach der Tango Alpha, nach der Beluga Nummer 1, wurden noch vier weitere Exemplare gebaut, welche die Flotte sukzessive bis 2001 komplett machten. Und Airbus merkte logischerweise schnell, dass man hier ein voll und ganz auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Flugzeug, aber eben doch auch spezielles, in Einzelfällen für andere brauchbares Flugzeug gebaut hatte. Und so konnte man quasi von Anfang an, zwar nur in einem geringen Maße, aber man konnte von Anfang an die Kapazitäten, die Frachtkapazitäten der Beluga-Flotte chartern. Und so kam es eben dazu, dass auf vereinzelten Flügen die Beluga-Maschinen besondere Fracht an ganz besonderen Orten auf der Welt transportierten, fernab von dem, was sie normalerweise fliegen. Und weil es häufiger zu der Situation kam, dass man Aufträge für solche Fracht-Charterflüge ablehnen musste, weil man eben die Beluga-Maschinen für den eigenen Werksverkehr benötigte oder für den eigenen Frachtverkehr benötigte, kam es dazu, dass man lange Zeit sogar darüber nachdachte, weitere Maschinen zu bauen oder sogar größere Maschinen auf Basis des A330 oder A340 zu produzieren. Daraus wurde bekannterweise letztendlich nichts, auch wenn so ein A340-500 Beluga wahrscheinlich ganz cool ausgesehen hätte. Leider nichts draus geworden. Aber nichtsdestotrotz, man konnte diese Maschinen chartern und die Belugas kamen dadurch echt doch ganz gut um die Welt. Teilweise waren sie in den USA unterwegs. Die eine Maschine ging auch mal nach Tokio mit einem Gemälde an Bord. Also recht abgefahrene Aufträge. Über ein einsetzbares Modul im Frachtraum kann dieser auch beheizt werden. Das ist für bestimmte Frachten relevant. Der Frachtraum dort oben ist allerdings nicht Teil der Druckkabine. Das heißt, er kann während des Reisefluges auch nicht betreten werden. Beziehungsweise der Frachtraum wird natürlich gar nicht während des Fluges betreten, weder im Steig-, Sink- oder Reise-, wie auch immer, Flug. Seit Anfang letzten Jahres hat der Beluga, so wie wir ihn kennen, im aktiven Dienst einen Nachfolger, den Beluga XL, auf Basis des Airbus A330-200 Frachters. Warum ist der nur so ein bisschen größer? Naja, weil man tatsächlich nur ein etwas größeres Flugzeug gebraucht hat. Für die A350 Serienproduktion hauptsächlich, für einen möglichst effizienten Transport von zwei Airbus A350 Tragflächen. Das kann der kleinere bzw. ältere Beluga nämlich nicht. Und der A330-200 Beluga bzw. A330-700 heißt er dann, der ist voll kompatibel mit dem Airbus Streckennetz. Das wäre bei einem größeren Flugzeug auch nicht mehr der Fall gewesen. Zwei Maschinen sind bereits aktiv im Einsatz, vier weitere Exemplare sind für die nächsten Jahre geplant und diese werden dann die älteren Beluga sukzessive ersetzen. Beluga Nummer 2 steht bereits seit Oktober 2020 geparkt in Bordeaux. Und jetzt hat man eben auch die Beluga Nummer 1, die Tango Alpha, aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Die Maschine steht aktuell noch in Hamburg-Finkenwerder geparkt. Wo die Flugzeuge dann letztendlich wirklich enden, das weiß man zum aktuellen Zeitpunkt öffentlich zumindest noch nicht. Es wird aber wohl darüber diskutiert, ob man diese Flugzeuge eventuell sogar noch verkaufen könnte. Hashtag Community-Projekt. Sehe ich uns drin. Na gut, damit soll es das für heute auf jeden Fall gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch über den Beluga mit dabei. Und vielen Dank für euren großartigen Support. Falls ihr Interesse an den Blueprints im Hintergrund habt, schaut gerne auf aeroshopgermany.com vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen. Denkt dran, die Aero News gibt es auch noch als Podcast, falls ihr da auch noch Bock drauf habt. Und lasst gerne ein Abo da, falls ihr mehr von diesen Videos haben wollt. Lasst es euch gut gehen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Als Beispiel Boeing. Die liefern für die 777X ins 737-Werk. Dorthin, wo alle Boeing 737 von Da man die Vorteile des Luftweges oder die Vorteile dieser...